Ihr schaut ein Level TV mit dem Panasonic Vira Tablet PC in 10 Zoll. Wir haben das Ganze natürlich noch in 7 Zoll und in 4 Zoll. Das Besondere an diesem Tablet PC ist nicht, dass es mit Android läuft, sondern dass wir zum Beispiel in diesem interessanten Panasonic-Programm das Video hier auswählen können. Und wenn ich das hier einfach, jetzt muss ich ganz weit weggehen, sonst seht ihr das nicht, wenn ich das hier oben hinziehe zum Visual Remote, dann kommt das hier oben auf dem Fernseher direkt drauf und wir können uns die Kommentare, die eventuell noch andere hier reingepostet haben, die ich hier auf dem Tablet PC antippen kann, können wir uns oben auf den Fernseher anschauen. Und ja, so wird das Fernsehen mehr Social Media Active. Das Ganze ist natürlich, glaube ich, interessanter mit 7 Zoll und 4 Zoll Geräten. Aber es ist natürlich schön, wenn man hier ein Video auswählen kann, das hier hochzieht. Und das Video, das ich dann da hochziehe, kommt dann automatisch auf den Bildschirm. Und hier unten wird es auch abgespielt, aber hier unten kann ich auch einfach das Ganze nach vorne. Man kann auch einfach vorspulen hier und obwohl hier ein anderes Video abgespielt, also schon andere Szenen abgespielt wird, läuft es da noch normal weiter. Und ja, wir können natürlich auch noch rausgehen und während das Video hier abgespielt oder auf dem großen Fernseher oben abgespielt wird, hier andere Videos angucken. Also es ist ideal, wenn man sich nicht auf ein Programm einigen kann oder anderen Leuten einfach schnell ein Video zeigen will und das hier einfach hoch reinziehen will, damit es auf dem Fernseher rüber gestreamt wird. Aktuell funktioniert das nur mit Panasonic-Geräten, also Panasonic-Fernsehern. Noch ist das Gerät natürlich nicht draußen. Eine Setup-Box, damit dass diese Technologie mit anderen Fernsehern auch funktioniert, wird es eventuell geben. Kommen wir noch schnell zu den Anschlüssen, bevor ich das Video zu Ende bringe. Wir haben MicroSD-Kartenleser hier. Dann Standard HDMI, das kann man auch bei Kabel dann natürlich anschließen, USB, Lautstärke und Volume bzw. Headphone-Eingang, natürlich hier noch Strom. Ein Docking-Station-Port ist an der Unterseite auch noch vorhanden, bzw. nur bei den 7 Zoll, bei dem hier interessanterweise nicht. Auf dieser Seite haben wir hinter diesem Anschluss, weiß ich gar nicht, schauen wir mal schnell. Noch ein vielleicht UMTS-Kartenleser, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier ein Lautsprecher. Und an der Oberseite ist auch nichts, außerdem Stromknopf da oben hinten links. Es hat natürlich auch eine Kamera eingebaut, damit man damit über Skype Video talken kann. Was natürlich auch interessant ist in Verbindung mit dem Fernseher. Aber ansonsten, wie ihr kennen könnt, wir haben ein Standard Android hier installiert. Das ist recht gut, auch auf Finger. Eindrücke hier reagiert und dann kann ich mal noch kurz den Multitouch zeigen, bevor wir hier das Panasonic Vira Tablet im 10 Zoll Format abschließen. Ihr könnt hier den Multitouch erkennen. Ich bin Baruschka von Neville TV und der CES 2011. Das war das Vira Tablet in der 10 Zoll Version. Wie schon erwähnt, 7 Zoll und 4 Zoll werden auch bald kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.